bist der einzige farbige Abgeordnete der AfD. Der einzige farbige Bundespolitiker. Jetzt liegt es natürlich nahe, dass man fragt, wie stehst du zum Rassismus? Haben wir Rassismus in dem Land oder haben wir diesen Pseudorassismus? Der Rassismusbegriff ist nicht nur in Deutschland, insofern ist man da in guter oder schlechter Gesellschaft, über alle Sinnhaftigkeit hinaus gedehnt und als Totschlagsargument für unliebsame Meinungen bezüglich was auch immer verwendet. Ja, also es ist eine riesen Begriffsverwirrung, Begriffsmonopolisierung und ist eigentlich nicht geeignet, die meisten Probleme angemessen zu diskutieren, noch nicht mal das Problem, was damit angeblich hauptsächlich adressiert wird. Ja. Und ich meine, das Grundproblem, Menschen sind unterschiedlich, Rassen, Hauptrassen wahrscheinlich die männliche und die weibliche, aber nicht nur das, sondern eben durch Religion, durch Kultur, durch Sitten und Gebräuche über Jahrhunderte, Jahrtausende sind Menschen unterschiedlich geprägt und das meiste passiert ja wohl bis zum 18. Lebensjahr, deutlich vorher. Von daher kann man schon mal von vornherein sagen, jemand, der mit welchem Aussehen auch immer und welchen religiösen Hintergründen auch immer nicht zum Beispiel jetzt durch die deutsche Kultur so weit noch vorhanden und vermittelt geprägt ist oder die französische oder durch irgendeine europäische, der ist eben durch eine andere Kultur geprägt, die dann nicht unbedingt europäisch sein muss. Ob die dann nun schlechter oder besser ist, sei dahingestellt und eine Frage der konkreten Betrachtung. Also Pauschalierungen verbieten sich in jeder Richtung und Hinsicht. Und wo liegt deine Kultur? Wo kommst du her? Bist du Amerika, Afrika oder Deutsch? Ich glaube, man muss sagen, dass der Hauptunterschied wahrscheinlich entgegen aller ersten Betrachtung nicht in dem Äußeren liegt, beziehungsweise der ist ja schon nennenswert und unübersehbar. Mhm. Noch unübersehbarer werden die Unterschiede zwischen mir und dem heutigen Mainstream oder Normalmenschen wahrscheinlich beim inneren Bild, bei den inneren Einstellungen zu gewissen Themen, wo ich da nun offenbar auch irgendwie noch mehr aus der Zeit und aus irgendwelchen Rahmen fall. Ja. Ich muss da schon bestehen auf eine individuelle Betrachtung. Die Pauschalierung und das Untergebuttertsein, einem Kollektiv zugeschlagen sein, was darauf hinaus lief, jeder Deutsche muss ja wohl ein Nazi sein, erst recht, wenn er blond und blauäugig ist, das ist ja dann der Beweis dafür. Das sind ja alles törichte Sachen und das funktioniert auch mit allen anderen Dingen so. Ja? Also eben nicht nur bei den Blonden und Blauäugigen oder bei den Schwarzen, Braunen und Gelben und Roten. Haben wir ihn vergessen? Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja, natürlich denkt man dann auch oft, ich frage einfach mal drauf los, hast du schon mal Erfahrung gemacht mit Rassismus am eigenen Leib erfahren? Ja, natürlich. Also, ehrlich? Ich hatte von Kindesbein an Erfahrungen in jeder Richtung, ja, aber ich war eigentlich auch in einer Gesellschaft, von Leuten, die es ohne dass sie meine Merkmale hatten, auch nicht leicht hatten. Ja. Also wenn in der Schule, in der Volksschule, in der Grundschule die Leute gehänselt werden, weil sie besonders helle Haut haben, Sommersprossen haben oder weil sie besonders blond sind, dann haben auch diejenigen Anspruch gehänselt werden, die nicht besonders blond sind oder besonders viel. Also insofern war man da in guter Gesellschaft. Es gab natürlich auch andere Sachen, so gewisse Bösartigkeiten. Es gab Leute, die alten Zeiten und Menschenbildern verhaftet waren. Solche Leute gab es zu allen Zeiten. Da gibt es Erlebnisse aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Aber eben auch nicht nur Erlebnisse von rechts rum, sondern auch Erlebnisse von links rum. Aha. Wenn also irgendwelche Linken oder andere Gutmenschen meinen, dass Farbige alle anderen Farbigen gut finden müssen, dann muss ich die fragen, ob das Antifa oder sonst was, dann müssen die auch alle anderen Deutschen oder Weißen. Dem ist ja offenbar nicht so. Also kommen wir wieder auf den inneren Unterschied, der eben nicht so viel mit äußeren Merkmalen zu tun hat und der im Fall des Falles auch entscheidender ist als die äußeren Unterschiede. Ja? Der innere Gleichklang, die innere Verbundenheit mit einer konkreten
Nation, mit einem Kollektiv, mit einem Dorf, mit einer Herkunftsregion etc. und die Loyalität dazu, die ist nun mal gegeben und sie ist oder sie ist nicht gegeben und sie hat eine Eindeutigkeit oder sie ist nicht existent. Ist das Rassismus-Thema oder der Begriff Rassismus, sagen wir so, ist der heute ein anderer als er früher war? Hat sich Rassismus gewandelt? Ja, also von seiner Bedeutung her muss man sagen, ja, der Begriff ist verhunzt. Ja. Er ist doch zur Bedeutungslosigkeit inflationiert. Rassismus als kulturgeschichtliche Entwicklungsepochen hat eigentlich auch nicht nur eine ethnische Konnotation. Siehe die Sklaven, die Sklaverei. Ja. Rassismus und Sklaverei, Rassismus als Begründung für Sklaverei. In den USA ist das eine ganz andere Sache und eine wohldefinierte und auch materiell nachweisbare Epoche und Angelegenheit, die Amerikaner mal schön unter sich abmachen sollen. Und der europäische Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus hat viele Facetten und auch unterschiedliche Gesichter. Bei allen Ähnlichkeiten ist die französische Kolonialzeit durchaus auch unterscheidbar von der englischen und von der deutschen etc. Bei allen Ähnlichkeiten, wie gesagt. Aber das ist ein völlig anderes Paar Schuhe als dieser konkrete Rassismus, der in den USA diese lange, auch ganz, ganz massiv ökonomisch fundierte Dimension hatte. Und deswegen ist es auch schwer, wenn man seine eigenen Hausaufgaben im eigenen Land mit der eigenen Kultur und Landesgeschichte schon nicht hinkriegt, als der große Lehrmeister für andere aufzutreten. Ja, eigentlich völlig unzulässig.